الله أكبر الله أكبر Exponentiell, das heißt ziemlich schnell, sind eine Menge Leute tot, Millionen sind bedroht. Die Regierung klärt nicht auf, denn was käme wohl raus? Sie haben's verbockt. Verstehen ihren Job nur als Block, Warte und Immunität als Freikarte, haben Scheiße gebaut. Warum wird ihnen noch vertraut? Vergiften uns seit Jahren, wir müssen sie verjagen, aber ihr flennt, aufgelöst wie ein Parlament. Angst vernebelt wie eine Verfassung ausgehebelt. Aber nicht wundern, bald ist's hier wie Ungarn. Aber okay, ich hab genug Schnee. Alle Räder stehen still, wenn der Bullenstaat es will. Aber doch auf keinen Fall bei Tesla oder Rheinmetall. Also darauf könnt ihr einen lassen, wer Giftgas baut. Hat auch Masken. Fluch oder Segen, wir werden's noch erleben. Den Crash, den Untergang, schnell Grenzen auf fürs Morgenland, bevor die Krankheiten der Weißen Afrika erreichen. Das ist keine Frage, was ist die größere Plage, die Viren zu verbreiten oder das Ende der Freiheiten? Sondern wie können wir wachrütteln und Kapitalismus abschütteln? Was vorher schon richtig war, gilt heute ganz und gar. Jetzt kommt die Ansage. Lernt erstmal hacken, euch im Internet verstecken, sucht Gleichgesinnte und keine hygienisch clean mit paranoiden Verschwörungstheorien. Kauft euch Land statt Essen vom Bauernverband. Was weiß ich, von allein kommt jedenfalls kein Grundeinkommen rein. Entdecken wir die Schönheit des Nützlichen, neue Dopaminquellen, neue Normen, neue Netzwerke und Beziehungsformen. Solidarität ist unsere Stärke. Yes. Und nicht Härte. Und nicht Härte.